Klippen mit breiter Durchfahrt, von der untergehenden Sonne erhellt. Vom Ufer fällt der Blick des Betrachters von Ost nach West auf das offene Meer. Der italienische Stil der Stadt lässt an einen Hafen an der tyrrhenischen Küste denken. Verschiedene Bauwerke auf der linken Seite. Ein kleiner Tempel, über den toskanischen Portalsäulen eine Balustrade mit Verzierungen, an den Ecken nach römischer Mode buschige Topfpflanzen. Darüber eine Uhr mit nur einem Zeiger. Sie wird von zwei Wandpfeilern mit dorischen Kapitellen eingerahmt. Darüber ein Frontgiebel mit einem Wappenschild. In den seitlichen Nischen antike Statuen. Dahinter eine Renaissance-Villa mit Fundamenten aus Bossenmauerwerk. Den Zugang bildet eine doppelläufige Treppe. Vor der dem Meer zugewandten Fassade eine mit Büschen bepflanzte Terrasse. Über dem Gebäude vier von Balustraden gesäumte Ecktürme, an den Seiten von rundbogigen Öffnungen durchbrochen. Im Hintergrund ein Leuchtturm und ein viereckiger Turm. Gegenüber ein rundes Fort mit einer quadratischen, zinnenbewehrten Festungsmauer. Der Hafen ist gesäumt von Kais und im Vordergrund von einem flachen Strand. Darauf ein paar Felsblöcke, Kieselsteine, Muscheln, Bretter und Strandgut. In der Nähe des Tempels links das Heck einer Galeere, die zu Ausrüstungszwecken an Land gezogen wurde. Daneben das Gerippe eines Bootes im Bau. In einem engen Hafenbecken zwischen Tempel und Villa haben zwei Schiffe festgemacht. Vor der Villa kleine einmastige Segelschiffe mit Lateintakelung. Zwei Schiffe sind in der Durchfahrt verankert. Im Schutz des Forts rechts, in einem großen Hafenbecken weitere Segelschiffe. Ganz nah am Strand sind zwei große Schiffe verankert. Sie liegen Bug an Heck nebeneinander. Matrosen holen gerade die Segel ein. Das Heck des ersten Schiffs ist mit einem Drachenkopf geschmückt. Die Flagge des Malteserordens weht an der Bramstänge des Bugspriets und am Fockmast. Anstelle von Name und Emblem zeigt das zweite Schiff nur ein Wappenschild mit drei Lilien, identisch mit dem am Giebel des Tempels. Auch auf der Flagge an Besanmast und Großmast sehen wir die drei Lilien. Kleine Wasserfahrzeuge kommen längsseits der Schiffe. Ein mit Fässern beladenes Boot nähert sich dem Strand. Ein Mann ruft, ein anderer springt an Land. Persönlichkeiten werden ausgeschifft. Sie sitzen unter einem Baldachin in einem Boot, das mit vier Ruderern bemannt ist. Ein Mann in einem anderen Boot winkt zum Abschied. Überall im Hafen schlendern Leute, stehen zusammen oder plaudern. Auf Koffern sitzen zwei Frauen, ein Mann und ein Kind. Der Mann spielt auf einer Laute. Zu Füßen der Gruppe Korbflaschen, eine weitere Laute, eine Gitarre. Ein Stück weiter, ein Mann lüftet seinen Hut, zwei andere tauschen eine Pfeife aus. Der eine trägt einen Degen, der andere ein orientalisches Kostüm. Eine Gruppe von sieben Personen. Zwei Rüpel prügeln sich, während ein Dritter um Hilfe ruft. Zwei Kavaliere mit Hut, Stiefeln, Mantel und Degen wollen die Streithähne trennen. Der eine mit besticktem Wams, Brille und einem gezwirbelten Schnurrbart macht ein Handzeichen. Der andere zieht seinen Degen. Hinter ihnen gibt ein Mann den Matrosen mit einem Stock Anweisungen. Mit dem Hut schützt er seine Augen vor der Sonne. Der vor ihm sitzende Mann dreht sich nach dem Streitlärm um. Ein wenig abseits, auf einem umgedrehten Boot, zwei Zeichner, die aufmerksam die Landschaft betrachten. Die Signatur des Gemäldes auf der Seite eines Fasses, Claudio in Venet Roma, 1639. Neben den etwa 300 erhaltenen Gemälden Claude Lorrains sind mehr als 1200 Zeichnungen von ihm bekannt. Flüchtige Skizzen, Studien von Bäumen, Tieren oder Landschaften, und Zeichnungen für bestimmte Gemälde. Manche wirken wie eigenständige Werke.
Die verwendeten Techniken sind sehr unterschiedlich. Feder braun laviert, weiß gehüllt. Feder, graue Tinte, braun laviert, weiß gehüllt, auf blauem Papier. Feder, grau laviert, weiß gehüllt, auf bräunlich getöntem Papier. Hinweise auf Quadrierung mit Graphit. Neidische, profitgierige Leute stahlen ihm seine Ideen. Zudem imitierten sie seinen Stil und verkauften in Rom Kopien, die sie als Originale von seiner Hand ausgaben. Er beschloss, eine Sammlung anzulegen und begann, alle Bilder, die er verkaufte, zu kopieren, indem er mit wirklich meisterhaftem Strich auch das kleinste Detail des Originals festhielt, den Namen des Auftraggebers notierte und, wenn ich mich recht erinnere, den Preis, den er dafür erzielt hatte. Er nannte dieses Buch Libro d'Invenzioni, ovvero Libro di Verità. Gemälde für Rom. Gemälde für den allerdurchlauchtigsten Herrn, den Fürsten Pamphili. Gemälde für den Bischof von Montpellier. Lorrain benutzte dieses Buch sicherlich auch als Themensammlung. Er stellte verschiedene Elemente seiner Bilder zu neuen Szenen zusammen. So gibt es von dem Hafenthema verschiedene Variationen. Das Liber Veritatis oder Buch der Wahrheit befindet sich heute im British Museum. Die Zeichnungen sind aus ihren Bindungen gelöst und wunderbar konserviert worden. Der Hafen in der untergehenden Sonne trägt die Nummer 14 und folgt auf ein anderes Bild, Ländlicher Tanz, das sein Pendant ist. Gemälde wurden als dekorative Objekte betrachtet. Wie Vasen, Kerzenleuchter oder Sessel kamen sie oft paarweise daher. Und Lorrain trug bereits bei der Konzeption ihrer Hängung Rechnung. Die gleiche Horizontlinie, die gleiche Größe der Figuren, Symmetrie der Massen, aber kontrastierende Farbspektren, Landschaften oder Themen. Seestück und Landschaft. Meer und Landschaft stehen einander gegenüber wie Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Hafenansicht und Campo Vaccino. Hier unterscheiden sich Meer und Landschaft wie die Landschaften des neuzeitlichen und des antiken Rom. Landung der Kleopatra und Salbung Davids. Die antike Geschichte und das Alte Testament. Das Pendant zum Meereshafen war der ländliche Tanz. In diesem Bilderpaar die Gegenüberstellung von Land und Meer, Bauern und Städtern, Morgen und Abend, kalten und warmen Tönen. Die großen Massen, Bäume oder Bauwerke sind auf entgegengesetzten Bildseiten angeordnet. Dadurch entsteht Symmetrie, wie immer man die Bilder auch hängt. Drei Viertel der Gemälde Lorrains waren als Pendants angelegt. Es gibt zwei Versionen des Hafens bei Sonnenuntergang. Die eine, 1637 gemalt, gehört zu der Sammlung des Herzogs von Northumberland in Schloss Alnwick in Großbritannien. Die andere ist im Besitz des Louvre. Bei der zweiten Fassung ändert Lorrain zahlreiche Einzelheiten. Er nimmt den Baum heraus, verkleinert die Tür, schiebt das große Gebäude hinter das kleine, verwandelt den dunklen Wolken- und regenverhangenen Himmel zu einem fast wolkenlosen, an dem Vögel fliegen, lässt den Wind, der vorher meerwärts blies, jetzt landeinwärts blasen, wodurch die Wellen verstärkt werden, rückt die Sonne höher und stärker ins Zentrum. Aber die Uhr, die auf 5 stand, zeigt nun 7. Und das kann bedeuten, dass die Jahreszeit gewechselt hat, dass nicht mehr Herbst, sondern Frühling ist. Figuren, Boote und Silhouetten schließlich sind in der Version des Louvre erheblich kleiner, was die Perspektive vertieft. Die beiden Gemälde unterscheiden sich außerdem durch die Embleme auf den Flaggen und Wappenschildern. Auf der Rückseite der Hafenzeichnung hat der Maler in seinem Buch der Wahrheit notiert, angefertigt für seine Heiligkeit Papst Urban.
Maffeo Barberini gehörte zu einer großen römischen Familie, die sich durch Prunk auszeichnete. Als Barberini 1623 zum Papst gewählt wurde, nahm er den Namen Urban der VIII. An. Er umgab sich mit renommierten Künstlern. Maderna, Borromini und Bernini bauen den Palazzo Barberini. Überall, an Giebeln, Decken, Wänden und Springbrunnen, sieht man die Bienen des Barberini-Wappens. Sogar auf dem Titelblatt des letzten Buchs von Galilei, Freund und Schützling Urbans des VIII., den dieser dennoch unter dem Druck der Inquisition verurteilen lässt. Urban der VIII. Hat bei Kardinal Bentivoglio Bilder von Lorrain gesehen und bestellt ebenfalls Gemälde, darunter das Doppel Meereshafen und ländlicher Tanz. Deshalb finden sich die Bienen der Barberini gleich mehrfach in Lorrains Hafenbild. Zwei Jahre später, 1639, malt er eine zweite Version der Pendants. Von diesem Auftrag fehlt jede Spur. Da jetzt Lilien die Bienen ersetzen, folgerte man, der Auftraggeber sei ein Franzose gewesen, vielleicht ein Botschafter Frankreichs in Rom. Die Pendants gelangen schließlich in die Sammlung von André Le Nôtre, dem Schöpfer der Gärten Ludwigs des 14. Le Nôtre schenkt sie 1693 zusammen mit einem Teil seiner Gemälde- und Kunstsammlung dem König. Die Bilder hängen in verschiedenen Königsgemächern und gehen bei dessen Gründung im Jahre 1793 in die Sammlung des Louvre über. Bei seinen vorbereitenden Zeichnungen zieht Lorrain manchmal geometrische Linien. Ein sehr einfaches Gitternetz, das das Rechteck in seine Mittellinien und Diagonalen aufteilt. Die Horizontlinie liegt fast immer leicht unterhalb des Bildzentrums. Der Meereshafen misst 1,3 Meter mal 1,37 Meter. Die Schiffe im Zentrum und an den Seiten des Bildes geben dem Maler die Möglichkeit, ein System feiner Linien, Masten, Rahen, Wanden, Stagen mit Parallelen und Schrägen, Horizontalen und Vertikalen zu kontrastieren. Der Blickwinkel ist so konzipiert, dass er einen Betrachter oberhalb der Szene voraussetzt. Lorrain erzielt die perspektivische Wirkung einfach dadurch, dass er die Fluchtlinien der Bauwerke dem Zentrum zustreben lässt. Aber sein Verfahren ist nicht einheitlich. Je weiter er die Bauwerke in die Tiefe staffelt, desto stärker zieht er die Perspektiven herab. Dieses Ungleichgewicht, das an korrigierte Perspektiven von Theaterkulissen erinnert, soll wohl die Dynamik verstärken. Die Fluchtpunkte laufen nahe der Sonne zusammen, verschmelzen aber nicht mit ihr. So erlangt neben den Perspektiven auch das Licht große Bedeutung, besonders sichtbar bei den Figuren. Die untergehende Sonne beleuchtet sie im Gegenlicht und projiziert ihre Schatten auf den Boden. Ebenso bildet die Abstufung der Farben rund um die Sonne eine Art Lichtkegel. Farben, Platzierung der Objekte, flach einfallendes Licht und Perspektiven der Bauwerke – alles trägt dazu bei, eine Illusion von Tiefe zu erzeugen. Das Auge des Betrachters wird angezogen von der Ferne des Meeres und des Sonnenuntergangs. Die Figuren im Vordergrund sind in regelmäßigen Gruppen angeordnet. Jeder der Akteure trägt zum Gleichgewicht der Szene bei. Auch andere Kombinationen wären denkbar gewesen, ohne die Thematik des Gemäldes zu verändern. Lorrain nutzt Himmel und Meer wie einen Theaterprospekt. Der Hintergrund bestimmt das Gemälde. Schiffe und Bauten fügen sich ein wie aufgesetzte Teile. Wenn die Sonne tief am Horizont steht, werden ihre Strahlen durch eine größere atmosphärische Dichte gefiltert. Das Licht durchläuft dann das Spektrum von Gelb nach Rot, erzeugt zahlreiche Farbkombinationen und verwandelt die gewohnten Farben der Objekte. Außerdem sind Morgen- oder Abenddämmerung die einzigen Momente, in denen der Maler die Sonne darstellen kann, ohne stark geblendet zu werden. Die Sonne ist hier mit einem Goldgelb erzielt, der hellsten Farbe der Palette. Lorrain malte äußerst sorgfältig, trug zahlreiche Lasuren übereinander auf, bis er die für das Dämmerlicht charakteristischen fahlen oder opaleszierenden Töne erreichte. Die Illusion von Tiefe wird zusätzlich verstärkt durch die unterschiedliche Sättigung der Ebenen.
Die Figuren im Vordergrund sind mit lebhafteren Farben und härteren Schattierungen herausgearbeitet als die Figuren im Hintergrund. Innerhalb dieses Farbsystems bilden ein paar sattere Farben einen Kontrast zu dem übrigen Gemälde. Das Blau im Kleid der Frau steht im Gegensatz zum dominierenden Mauve und Orange des Ensembles. Claude Lorrain verbringt fast sein ganzes Leben in Rom. Er ist Nachbar und Freund von Poussin. Er hat mit ihm viele Themen gemeinsam. Landschaft, Naturelemente, mythologische Szenen. Als er dieses Bild malt, wohnt er in der Strada Margutta. Später ganz in der Nähe in der Strada Paolina, der heutigen Via del Babuino. Es ist das Künstlerviertel zwischen der Piazza del Popolo und der Piazza di Spagna am Fuße der Villa Medici und der Kirche San Trinità dei Monti. Die Stadt Rom ist damals das größte Künstlerzentrum der Christenheit. Die Ruinen der antiken Monumente treten überall zutage. Im Rahmen ausgedehnter städtebaulicher Arbeiten entdeckte man unter der Erde die Schätze römischer Kaiser oder Patrizier. Gemälde, Kunstgegenstände, Inschriften, griechische, hellenistische oder römische Statuen, darunter Werke von entscheidendem Einfluss. Im 15. und 16. Jahrhundert hatte sich die Stadt zahllose Kirchen, Paläste und Brücken zugelegt. Lorrains Landschaften sind imaginär, aber er besetzt sie mit Elementen, die er in Rom oder dem nahen Umland sieht. In ein Bild fügt er den Kapitolsplatz ein, wie Michelangelo ihn ein Jahrhundert zuvor gemalt hat. In ein anderes komponiert er die Villa Medici, die oberhalb seines Wohnviertels liegt. Auch im Meereshafen in der untergehenden Sonne findet sich dieses Prinzip. Die Hafenbefestigungen in der Ferne erinnern an die römischen Schutzwälle und das Grab der Cecilia Metella, das Lorrain mehrfach zeichnete. Die viereckigen Türme zitieren die zahlreichen Campanile der Stadt. Der Leuchtturm gleich dem in Genua. Der dreieckige Frontgiebel findet sich bei Santa Maria del Popolo oder San Luigi Francesi. Die Uhr mit nur einem Zeiger war damals ein geläufiges Modell. Heute sieht man sie noch an der San Trinità dei Monti. Auch die große Villa besteht aus Versatzstücken. Die fünf Bögen der Galerie sind die der Villa Farnesina, einem schönen Wohnsitz am rechten Tiberufer, nicht weit vom Vatikan. Geschmückt mit Fresken von Raphael, sowie mit Trompe-l'œil und Grotesken verschiedener anderer Maler. Dem Palazzo del Senatore hat Lorrain die doppelläufige Treppe mit den zwei Podesten entlehnt, die man in einer seiner Zeichnungen wiederfindet. Das verstärkende Mauerwerk des Sockels könnte zugleich an das Tabularium erinnern, das antike Fundament, auf dem der Senatorspalast errichtet wurde, und an das Bossenmauerwerk der Fontana dell'Organo Idraulico. Auch die Schiffe sind zusammenmontiert. Die Masten des im linken Becken verankerten Seglers oder des in der Durchfahrt liegenden Schiffs sind viel zu hoch. Die Schiffe müssten kentern. Und diese Übertreibungen dürften ästhetische Gründe haben. Die beiden Segelschiffe auf der rechten Seite sind Dreimaster. Sie kommen den Abbildungen der großen Kriegsschiffe der damaligen Zeit sehr nahe. Das erste zeigt einen Bugspriet und darüber eine Bramstänge, eine Neuerung Anfang des 17. Jahrhunderts. Lorrain malt die Masten, als seien sie aus einem Stück, obwohl sie in Wirklichkeit aus gegeneinander versetzten Teilen bestehen. Die drei Segelebenen sind zwar eingehalten, aber die Proportionen der Rahen stimmen nicht. All diese Details zeigen, dass Lorrain die Schiffe aus dem Gedächtnis malte oder sich von Radierungen anregen ließ. Das Meer beschwört zyklische Erneuerung, Unbeständigkeit, Metamorphose, schillernde Farben, aber auch Abreise, Rückkehr, Gefahren, Bedrohungen, Tod. Die großen Forschungsreisen haben die Menschen des 16. und 17. Jahrhunderts empfänglich gemacht für den Ozean. Gezeiten, Wellen, Aufgang und Untergang der Sonne wecken das Interesse der Wissenschaftler.
Ufer, Strand und Hafen werden zu Anziehungspunkten für neugierige Touristen, zu Motiven für Maler und Zeichner. Lebensquell, Auferstehung und Sterblichkeit, Zeitenzyklus, geistiges Zentrum, Auge der Welt, Gott oder König. Die Sonne aller bisherigen Mythologien erhält zu Zeiten Lorrains einen neuen Stellenwert. Kopernikus, Tycho Brahe, Kepler haben in weniger als einem halben Jahrhundert das Bild des Weltalls verändert. Galilei hat soeben sein astronomisches Fernrohr erfunden. Man beobachtet den Mond, man entdeckt die Sonnenflecken. Die Erde ist nicht mehr Zentrum der Welt. Sie ist nur noch ein Planet, der um die Sonne kreist. Die Sterne verlieren einen Teil ihres Geheimnisses. Die von Cigoli in eine der Kuppeln von Santa Maria Maggiore gemalte Jungfrau steht auf dem Mond, aber es ist ein galileischer Mond. Er zeigt die gerade erst mit dem Fernrohr beobachteten Krater. Zu Lorrains Lebzeiten wird Ludwig XIV. Sonnenkönig. Nach Lorrain wagen die Maler endlich, der Sonne ins Gesicht zu sehen. Turner imitiert zunächst den lothringischen Maler. Später sind seine Landschaften von immer flüssigerem, immer blendenderem Licht überflutet. Bei manchen impressionistischen Malern ist die Sonne das zentrale Thema. Gleichzeitig verkommt der Sonnenuntergang zum Klischee. Exotische Malerei, touristische oder politische Plakate, kolorierte Fotografie, Postkarten. Die Malerei als Raumkunst wird damals häufig mit der Musik als Zeitkunst verglichen. Musikinstrumente und Tanzszenen finden sich in Überfülle in Lorrains Gemälden. Tanz und Musik spiegeln die Ordnung des Universums wider und imitieren sogar nach dem Glauben der Renaissance die Ordnung der Sterne und Planeten. Die im ländlichen Tanz vorgestellte Szene erinnert an die Eichenhochzeit, ein alljährlich im Mai gefeiertes italienisches Fest. In idyllischem Rahmen treffen sich die Städter mit den Leuten vom Lande zum Tanz. Im Meereshafen bildet die Gruppe mit dem Musiker und seinen Zuhörerinnen einen friedlichen Kontrapunkt zu den anderen Gruppen im Vordergrund, wo geschrien, gerufen und sich geprügelt wird. Lorrains Bilderwelt lässt Gewalt nicht zu. Es ist eine ländliche, einfache Welt, in der Eintracht herrscht, eine Art glückliches Arkadien. Dieses Thema teilt er mit seinem Freund Poussin. Claude Lorrain, der mehr als 60 Jahre lang in Rom lebt, wird Zeuge der Explosion des Barock. Die Stadt legt sich Kirchen zu, Kuppeln, Statuen, Grabmale, Brunnen, neue Perspektiven. Der Maler bleibt den Bauten der Antike oder der Renaissance treu. Zwar lässt er sich von der Villa Medici inspirieren, aber er verzichtet bei der Fassade auf die für seinen Geschmack zu zahlreichen Ornamente. Doch vielleicht hat die Ästhetik des Barock den Maler auf andere Weise beeinflusst. Architekten und Dekorateuren bietet die Theaterbühne Gelegenheit, die Prinzipien der Perspektive, für die sich die Künstler seit Generationen begeistern, in die Praxis umzusetzen. In Rom war Theater lange von der Kirche verboten. Die Barberini sind die Ersten, die in ihrem Palast einen großen Theatersaal mit aufwendigen Maschinerien und Kulissen einrichten. Auftauchen, verschwinden, grandiose oder erschreckende Effekte, es gibt damals einen ganzen Code zum Einsatz von Bühnenbild und Theatermaschinerie. Wie man es anstellt, dass sich eine Person in einen Felsen oder anderes verwandelt. Wie man es anstellt, dass sich das Meer plötzlich erhebt, ausdehnt und die Farbe verändert. Wie man Schiffe oder Galeeren naturgetreu über das Meer fahren lässt. Trotz seines klassischen Geschmacks beschwören Claude Lorrains Bilder einen barocken theatralischen Raum. Mit ihren frontal wie Dekorationen hingesetzten Gebäuden, mit ihren angedeuteten Kulissen, ihren betonten Perspektiven und lebhaft kolorierten Prospekten. Während Bernini, Borromini oder Pietro da Cortona in Rom neue architektonische Ensembles schufen, fand Claude Lorrain in seinen Gemälden andere Wege, das Publikum zu bezaubern. Der Blick
verfängt sich in den Linien und Farben. Und schon ist man heraus aus dem gedämpften Stimmengewirr eines Museumssaals, geht auf in der Musik einer anderen Menge, bewegt sich im Licht einer anderen Sonne.